So, hallo und willkommen zurück bei euren Hunter Game. Hier wieder mit den 1390. Ich fahre mit dem Commander 087 im Zug und befinde mich in einer neuen Lobby. Es gibt insgesamt auf jeder Seite. Okay, ich wiederhole mich. Los geht's! Die Gegner haben 4. Ich kann nicht zählen. 5 Neuner. Wir haben 6. Typisch Wargame. So, ich habe mir jetzt erstmal überlegt, auf eine Standardmumpel zu gehen. 170 Pen, 240 Damage. Dann mal, ja, Supi, danke dir, 170, war echt praktisch von dir. Das ist immer wieder das Beste. Nun ja, auf jeden Fall, ich habe jetzt ein bisschen leise gemacht, dass ihr mich mal alle hören könnt. So, an alle, die aktiv auf meinen YouTube-Account schauen, schaut euch das an. Ein Typi, der keine Wertung hat, kein einziges Video, kommt her und sagt, ich bin schwul. Und der ist auch der Einzige, der nicht mit die dauerhaften Dislike gibt, und das regt mich gerade sehr auf. Nun ja. Ich sag, unser T-70 soll sozusagen da stehen bleiben, weil es einfach sicherer ist. Und Leopard PTA hat jetzt einfach mal unnötig gefressen. So, auf jeden Fall. Ich habe mir erstmal hier nicht groß dabei gedacht. Ich habe mir das Thema geschaut, sehe 3000 Live-Unterschied. Das ist eine Maus. Na gut, wir haben ein bisschen weniger. 2900. Ich sage Vorsicht, Achtung, Artis. Ja. Spiel ich mal ein bisschen vor. Haben wir jetzt nichts großartig dabei gedacht. Aber gedacht, dass ein SE nicht verwischen konnte. Haben die erste Arti. Dann habe ich es gesehen. Mein Freund sagt, Vorsicht, das ist ein 1390. Das war das Beste. Das ist der Beste. Hier, verfolge ihn. Ich schau mir das mal an. So. Der fährt dann echt hier hin. Ich trainiere eine. Frisst wieder eine. Oh. Ich sehe sie nicht mehr. Ich mach ihn nicht. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden so. Moment reißen. Kette ich verloren. Jetzt erstmal, wir sind bewegungsunfähig. Ja. Schön. Los geht's. So. Dann erstmal, ja. Hier, IS-3, T-55. Soll ich was machen? Dann erstmal, okay, mach doch mal was. Dann auf einmal, warte mal. Da kommt er zu mir. Okay. Ja, die kennen das bestimmt alle. So. Na, ich hatte einen Freund gesagt, du fahr doch mal darüber. Und ja, ich habe mir jetzt nichts dabei gedacht, aber gesagt, da ist Artikel 1, komm, spotten. Ich schieß drauf, was könnte es wegmachen. Und USW, er sagt, er fährt die ganze Bäume um. Da habe ich mir gedacht, gut, ich habe 30 Goldschüsse. Ein Goldschuss hat eine Durchschlagkraft von 284 und macht 240 Damage. So. Dann sehe ich den Tiger, habe ihn allerdings nicht gespottet. Das war ein anderer. Er bekommt allerdings Damage. Und ich denke mal, ich sehe gerade nichts. Die S3 ist noch da. Denk, warte jetzt sehr lange. Und als ich ihn dann sehe, denke ich mir, warum denn schießen? Ich habe eine 0,38 Genauigkeit auf 100 Meter. Das ist ja nichts für einen Scout eigentlich. Also, was ist gut mit dem 1390? Er hat ein Magazin. Hat einen guten Pen, weil ich hier Gold geladen habe. Was mache ich da gut? So, er sagt, er greift an, nicht da gesagt, mir, ja, wie lange dazu nach? Und er sagt, er 15. Sie haben so, hättest du gern, hole ich mir. Ziel erfasst! Erster Schuss. Bisschen minimal Damage. Zweiter Schuss. Mal ganz überraschend. Dann stehen bleiben. Ziel. Erwischt. Schießen. Ziel erfasst! Hallo, Istra. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ziel verloren! Der war nichts dabei. Ich hab gedacht, komm. Ziel erfasst! Einmal, Hulilager. Wirkungstreffer! Also, und er hat geschossen. War aber eben nicht laut. Ja, wohl ist egal. Aber ich bin schon bei einem Damage von 1486 in einer neuen Lobby. Dann erstmal, oh je, ein SC. Und der Type 61 macht das, was man nicht machen sollte, stehen bleiben. Denn ein SCI macht, warte kurz, genau 440 Damage. Mit dem er T-54, SCI. Leute, das ist nicht lustig, das mag niemand. Und ja. Da hat man gesehen, wie der T-54 richtig schön geschossen hat. Also da habe ich jetzt, glaube ich, überlege ich mir sogar. Feuer erlaubt es erteilt! Wirkungstreffer! Habe ich aber lustigerweise nicht entschieden, mit meinen 4 Schuss nachzuladen. Und was ihr, wenn ihr guckt, nicht schlecht ist. Also hier sind wir, kommt der Type 61. Ich denke mal, komm. Schuss noch. Ziel verloren. Und auf einmal. Oh yeah.
57, der schießt nicht. Der ging voll durch ihre Panzerung. Jetzt, er schießt. Wirkungstreffer. Den hol ich mir. Letzter Schuss. Nee. Und dann, letzter Schuss. Ich sehe sie nicht mehr. Und er klaut mir den auch noch. Bumm, kaputt machen. Also, ja. So wichtig war das jetzt auch nicht, oder? Für dich. Also, das hat mich schon ein bisschen aufgeregt. Weil wir jetzt bei 2465 damit schaue ich jetzt mal. Und da sehe ich ein SCP. Ja. Kaputtmacher. Hoffentlich hat sie gefallen. So. Dann denke ich mir, ich bin Scout, ich kann kurz spotten. Bleiben wir doch mal stehen. So, der SCP ist jetzt da wieder gespottet. Dann erstmal Scheibe. Kommt schon. Ist doch nicht so schwer. Aber ich wurde aus 200 Meter von dem großen Heavy nicht gesehen. Und habe gedacht, komm, fahren wir wieder hoch. Also das Lustigste ist, dass was ich jetzt bis jetzt als einzigsten Damage gekriegt habe, war vom T-61. Den ich dann da wieder sehe. Ne, das ist SC. Ja, also ihr merkt, diese Runde ist wieder mal leicht scouthaft. Und ich mir so, ja, ein KV-4. Na gut, er hat unseren Brutto gerettet. Was auch nicht so schlecht war. Aber ich habe mir halt Sorgen gemacht, weil ich hier als ein Scout gegen zwei Neuner kämpfen müsste. Und der eine Neuner ist ein echt starker. Liegt nicht im Eis. Unser Fahrer wurde getötet. Und wir können uns kaum bewegen. Das ist echt das Beste, was ich nie verstehen werde. Was macht mein Fahrer in der Mitte des Tanks? Hier, also einmal die Unterwanne, Fahrer. Hier da vorne wieder rein, Fahrer. Also, das muss man Wargame echt mal wieder erklären. Erwischt. Komm, den hol ich mir noch. Reload. Fehlschuss. Nee. Also, ein Tipp für jeden Magazinfahrer. Der Fahrer ist wichtig, repariert's den. Also für jeden Scout. So, fuck. Aber dann sehe ich den SC. Oh je, jetzt runter. Und so. Gleich nach und dann sieht im Moment immer erstmal, oh je, ich bin noch im Reload. Aber schaut's mal, wir haben jetzt halt einen 2992 Damage, haben gewonnen, haben zwei Kills. Da habe ich hier WG geschrieben, meinte aber GG. Ich freue mich, es hat euch gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Kommentar da. Wenn nicht, dann bitte einen einfachen Nein, einfach gehen wieder. Ein Dislike hätte ich nicht so gern. Aber ich wünsche euch noch viel Spaß. Have fun und roll out.